Wir schauen mal rein bei Saftiges Knu. Die hat einen Gaming Room. 25.000 Euro hat sie dafür ausgegeben. Da schauen wir mal, ob das uns das auch wert ist, nicht wahr, meine Freunde? Ich als Immobilienexperte werde jetzt hier mal bewerten. Bisschen laut. Boah, das sieht schon geil aus. Fühle ich sehr, fühle ich sehr. Sehr, sehr schön organisch und alles. Welcome to Gnu's Cribs. Ja, Leute, endlich ist es soweit. Ich glaube, es Boah, ist Gnu, jetzt ich auch drei schon Monate ewig her, nicht mehr gesehen, da habe ich angefangen, auch in diesem Raum Jahr, hier wirklich her. Sehr viel umzubauen und habe mir so mein eigenes Reich geschaffen, was ich mir immer gewünscht habe. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an den alten Gaming-Raum. Ich finde es geil, weil es nicht so überladen ist mit so LEDs und so, wisst ihr? Ich habe 5 Jahre in diesem Raum verbracht. Und jetzt so, dachte wir mir, Jungs sind so auf LED Neues, und so. Was Größeres. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Trommelwirbel. Ja, das ist der Raum. Ultra clean, abgesehen vom Kabelmanagement. Gnu, sofort ran da, wirklich, also es geht nicht. Ich würde euch jetzt erstmal ein bisschen rumführen, dass ihr wisst, was ich überhaupt so dabei das gedacht ist, habe. Gnu, hier sehen Sie eine Wand. Und warum ist diese Wand? Gnu ist größer als Revi, stimmt nicht. Gnu ist groß, aber nicht größer als ich. So wichtig, denn die sieht man später in der Kamera, in meinen Livestreams und sonstige. Das habe ich auch bekommen, das würde ich mir auch noch dran machen, das Xbox-Ding. Sau geil, danke Maxi. Ihr habt es vielleicht auch schon bei meinem Talk-Video gesehen, da habe ich meine ganzen Figürchen aufgestellt, meinen 100.000 Subscriber-Button. Vielleicht mach mal Millionen jetzt. Wer weiß. Mein ja. Fortnite-Bild, wo Fortnite für mich ein Hero-Bild gemacht hat, was ich super cool fand. Und sonstige Figürchen, mein altes Logo und ansonsten Deko. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Mhm. Mein Bonsai, um den ich mich aber nicht selber kümmere. Weil das macht nämlich jemand anderes. So. Bonsai ist so kompliziert, Digga. Wirklich, Bonsai ist wie ein Baby. Nur, dass ein Bonsai nicht kackt. Schreibt's euch auf, Leute. Das sind die Quotes, die man hören will. Ja, jetzt kommen wir zu dieser Ecke. Da werde ich sehr oft drauf angesprochen, wegen diesem wunderschönen Kühlschrank. Dann habe ich hier meine Konsolengeneration ein bisschen aufgeteilt, dass man dann so sieht, dass ich wirklich schon so lange dabei bin und das nicht immer einfach nur behauptet Bones wird. Bones ist nicht so und einfach, meine Bro. Meine Nano-Leafs, die total sowas von 2020 sind, mein habe ich auch hier aufgehängt. Dann wurdest du gescammt. Dann wurdest was, du big time gescammt. Ich immer wollte in meinem Gaming-Raum und zwar meine ganzen Figuren. Ich habe noch mehr, aber das sind so Ey, meine Highlights. Ich habe auch meine ganzen Figuren. Ich habe auch über meinen Plan nachgedacht, mein ganzes Ding zu drehen, aber dann kann ich meinen Greenscreen gar nicht mehr benutzen. What the fuck? What the fuck? War sau die dumme Idee. Ich glaube, ich kann meinen Room nicht drehen. Ich glaube, ich muss eine... Kaufe ich mir... Ah, ich habe ja einen zweiseitigen Desktop. Ey, ich muss da nochmal mit Tobi drüber morgen überlegen. Vielleicht machen wir es noch. Den Crash Bandicoot von Cyberpunk, die ganzen Figuren. Ja, dass man da einfach so ein bisschen Historie hat. Wenn ich jetzt einfach drehen würde... Dann habe ich halt den Bruder nicht mehr hier. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre super dumm. Ich glaube, das landet auch gerade auf dem Kühlschrank, aber ihr seht es so ein bisschen. Ah, warte mal. Ja, ihr seht es da. Es hängt gerade am Kühlschrank. Das kann ich halt da nicht mehr benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Weil es natürlich nur in die andere... Ja, nochmal einen Greenscreen hier rein zu montieren, weiß ich nicht. Ja, ich überlege mir da mal was. Hat hier zum Beispiel noch eine goldene Ananas von einem coolen Event. Das sind einfach Dinge, die erinnern mich an coole Momente, die ich hatte mit YouTube und Twitch. Und deswegen wollte ich mir unbedingt so einen schönen Schrank hier gönnen. Fühl ich. Machen wir da noch eine Pflanze hin, die hier runterhängt. Oder hier oben eine, die runterhängt. Dann hier noch Blümchen. Das wird schön. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert, mein komplettes Setup. Hier steht zum Beispiel die PlayStation, die das Switch, hinten haben wir die Xbox und natürlich meine neuen PCs von NZXT. Die werde ich euch auch gleich noch genauer... Ich dachte immer, die heißen Next, what the fuck. So kann ich, jalla, geh auf die Decke. ...vorstellen und ihr seht ja auch diese schallisolierte Wand hier. Das war sehr, sehr aufwendig und hat sehr lang gedauert, aber ich bin sehr happy damit. Es sieht cool aus, isoliert gut. Und für selbst gemacht, sehr, sehr clean. Sehr clean. Ganz wichtig, Leute, meine Croissants. Heute gefüllt mit Vanille und Erdbeeren. Das ist soweit mein PC-Setup. Ich habe mir jetzt erstmal hier ein provisorisches Mischpult geholt, denn es wird später tatsächlich das große werden. Denn dieser Rechner wird dafür da sein, dass ich dort die Spiele spiele und dieser Rechner wird dafür da sein, dass ich dort streame und aufnehme. Deswegen zwei Rechner und da muss man noch die ganze Sound verknüpfen. Gefällt mir. Also ein bisschen Kabelmanagement. Kabelmanagement muss auf jeden Fall sein. Dringend werden, aber das, da kriege ich Hilfe. Aber ansonsten viele von euch das. Haben diese Rechner im Stream gesehen und haben gesagt, boah, was ist denn das? Erzähl mal ein bisschen was darüber und das mache ich jetzt. Erstmal
warum NZXT Sick für mich so interessant Rechner war. Ihr kennt es ja, ich kenne mich gar nicht mit Rechnern aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber dieses PC-Zusammenstellen kann manchmal sehr zeitaufwendig sein und dauern. Und deswegen habe ich mir NZXT angeschaut und fand zum Beispiel schon mal die Website extrem cool. Ihr habt dort die Möglichkeit... Kabelmanagement. Was, Gigant? Was? Was frontest du mich schon wieder? Du kommst hier rein und machst mich direkt für meine Sprachfehler fertig, Digga. Mann, dann... Bro, dann gib mir 100 Euro und ich gehe sofort zum Logopäden damit. 5 Klicks einen Rechner zu erstellen für euch, was für Games Geiles ihr spielen Ding, wollt und wie viel cool. es kostet. Das Coole quasi jetzt an dem Rechner ist, ich kann auf Beginne deinen PC zusammenstellen. Ah, okay, dann das ist jetzt ein gefragt, Placement, da, ein ich, da kann ich an der Stelle nur Case King empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal bei Case King rein. Case King! Ja, auf jeden Fall. Haben auch hier geändert, nur dass ihr Bescheid wisst. Komm vorbei. Dann drücke ich hier auf HDMI 2. Deswegen hier auch noch eine zweite Maus-Tastatur, denn die muss ich extra bedienen. Oh, und das Coole ist, und das ist so geil, ich habe da Stunden mit verbracht. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, ich kann alles einstellen, wie ich es will. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, hier, der Stripe soll sich ein bisschen anders verwegen. Der soll zum Beispiel pulsierend sein. Ich kann sagen, es soll Sternennacht angezeigt werden. Was ist das da? Also es gibt einfach Hentai-Porn auf diesem Ding drauf. Was ich richtig, richtig cool finde. Ich kann auch mein GIF ändern. Das ist der Klassiker. Leute aus dem Stream kennen das Wiggle Nicknoo. Ich liebe es. Ja, man kann halt da ewig lang rumspielen. Also ich habe mich da auch total verkünstelt. Noch nie gesehen, dass jemand die Maus hinter der Tastatur hat. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich würde sagen, Gnu, lass das. Lass das sofort. Lass es sofort. So macht man das nicht. Das ist falsch. Man macht doch nicht so. Es gibt tatsächlich auch noch viel mehr. RGB wichtig für die Performance. Ihr könnt natürlich auch noch den Underglow einstellen, wie ihr den wollt. Das Unterrechner kann man auch sagen. Was kann ich für dich tun? Was kann ich? Wir waren draußen, du hast gegessen, gekackt. Oder sonstiges. Also da könnt ihr euch kreativ ausleben. Willst du einfach nur wieder kuscheln wahrscheinlich, oder? Viele von euch hat es auch natürlich am meisten interessiert, was ist denn jetzt im PC drin? Denn die inneren Werte zählen, das haben ganz viele von euch gesagt. Es ist auf jeden Fall die neueste Grafikkarte drin, die 3080er in beiden. Hat die sehr, danke schön. 1 TB Speicherplatz und alles weitere blinde ich jetzt euch einfach. Klingt so chillig, habe ich keine Ahnung von. Ich möchte Qualität liefern, auch mit den 2 PCs. Ist auch was mittlerweile immer mehr Creator machen, da man auf dem einen PC einfach endlich nur Content aufnimmt und streamt, auf den anderen die Spiele spielt, damit die Leistung perfekt ist. Also allein dieser Bereich hier vorne, ich zähle es den Bereich hinten nicht, müsste bei 20.000, 25 liegen. Hier Flex, hier Drip, hier Flex, hier Drip, hier Flex, hier Drip. Ich habe auch alles schon zusammengerechnet. Also da rechne ich wirklich alles zusammen. Auch der Tisch war schon nicht günstig. Aber es ist halt, wie gesagt, mein Job. Und ich dachte mir, dass ich schon immer mal so ein tolles Zimmer haben wollte. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Barney, nicht das Kabelchaos filmen. Falls ihr Tipps habt für Kabelmanagement, Leute, schreibt's mir in die Kommentare. Ich liebe Tobi. Kommentare. Das war's jetzt soweit von der Roomtour. Geiles schreibt Ding. Mir gerne weitere entspannt. Fragen sehr, sehr in die Kommentare. Room. Da geben wir einen Daumen nach oben da und schreiben. Was ist so euer Eindruck? Würde geil mich sehr interessieren. Nice, ja, Dankeschön an geil. NZXT für die Unterstützung Kommentare. Auf jeden Fall. Grüße geht raus an dich, Gnu. Grüße geht raus.